Leute, das versprochene Review zum Stevens E-Maverick. Erste eigene Runde von zu Hause aus mit dem Stevens E-Maverick. Es hat jetzt den ganzen Tag geregnet und, also was heißt ganzen Tag? Es hat lange geregnet, zwischendurch hatten wir ein bisschen Hagel. Schnell eine Runde Power Hour zu fahren, gucken wie das mit dem E-Maverick klappt. Für wen ist das Bike? Was kann das Bike gut? Was kann das Bike nicht so gut? Würde ich mir dieses Bike auch anschaffen? Stevens, erstmal eine Marke, die man auf jeden Fall nicht so einfach auf dem Schirm hat, finde ich. Boah. Boah. Da wäre ich gerne mal mit dem Bike lang. Einfach mal den Keul so ein bisschen getroffen. Klar, hier sind auch Wurzeln. Aber ich muss sagen, fangen wir mal bei der Optik an. Optik, ist Thomas sein Rad jetzt schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig? Denken wir uns mal die Anbauteile einfach mal weg und denken mal, das ist jetzt so ein Standard Stevens E-Maverick. Dann finde ich die Rahmenfarbe schon irgendwie cool. Ich finde die Geo cool. Ich finde, das ist alles stimmig. Auf jeden Fall, mir gefällt das Ganze. Ich habe das ja auf der Cycling World auch in diesem Rot gesehen. Und ich muss sagen, in dem Rot gefällt mir das noch besser. Also das ist eine richtige, hammermäßige Farbe. Jetzt, wie der Thomas das hergerichtet hat, finde ich, ist das auf jeden Fall ein mega Custom-Bike und ein Hingucker. Ich selber persönlich würde mir das Bike, glaube ich, nicht so zusammenstellen, weil ich Angst hätte, dass ich mich daran so ein bisschen satt sehe. Das ist aber ein bisschen Geschmackssache und ich finde jetzt so, wie das Bike erstmal ist, finde ich das cool. Ausstattungsmäßig, ich weiß leider gar nicht, was das für ein Dämpfer ist. Vielleicht kann der Thomas das einfach mal in die Kommentare schreiben. Die Zep Ultimate ist eh eine Gabel, die ich mega geil finde. Die kenne ich ja schon vom Kinevo. Und ich mag mittlerweile richtig gerne, wie steif die ist. Also das ist auf jeden Fall einfach eine super, super geile Gabel. Ich persönlich bin ja eh mehr der RockShox als der Fox-Fan. Außer bei der Doppelbrücke, wobei ich die neue Boxer natürlich noch gar nicht gefahren bin. Der Lenker, mega Hammerteil. Wie der Thomas dazu gekommen ist, können wir noch mal in einem anderen Video vielleicht besprechen. Ansonsten XT-Bremsen. Ich muss unbedingt auf diese Bremsen umrüsten. Ich mag die einfach übertrieben gerne. Es muss gar nicht eine XTR oder sowas sein, finde ich. Ich finde einfach auch schon eine SLX zum Beispiel gut. Wobei ich glaube, die gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ausstattungsmäßig ist das Bike, wie es jetzt hier steht, auch noch mit den Noah-Carbon-Laufrädern, einfach eine Wucht. Erste Abfahrt heute. Steve hat mich mal wieder im Stich gelassen. Die Michi ist noch am Arbeiten. Und ich wollte Stevens hier unbedingt auch noch mal auf ein paar ruppigeren Trails testen. Heute würde ich sagen, fühle ich mich so semi-gut. Also ich kenne das. Ich hatte übelst Bock zu fahren und dann fühlt es sich so semi-gut an am Tag. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Was auf jeden Fall das, ey. Das ist sehr, sehr schnell. Das Bike. Ich muss sagen, auf Jumps, auf ruppigen Trails, bergauf, also es kann irgendwie wirklich alles das Fahrrad und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich darauf irgendwie unsicher unterwegs bin. Selbst an so Spots wie in Nutbush, wo ich unterwegs gewesen bin. Das heißt, wo sehe ich jetzt so die Stärken von diesem Fahrrad? Ich hätte ja böse Bock, mit dem Rad am Wochenende im Park zu fahren. Ne?
So, hier noch so ein paar schöne Wurzeln. Das ist schon wendig, aber natürlich jetzt nicht so wendig. Ich würde sagen, das ist tatsächlich wieder so ein Fall nach dem Motto ein Bike für alles irgendwie, weil das Bike kann meiner Meinung nach, nach meinen Fahrkünsten, wirklich irgendwie alles. Wenn ich jetzt nur ein Bike irgendwie haben darf, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Der Federweg reicht für alles aus, es ist wendig. Es ist trotzdem laufruhig und es ist super schnell. Also so wie das Bike jetzt hier ist, hatte ich das Gefühl, das Bike ist wirklich ultra, ultra schnell. Gerade heute hier auf den Trails habe ich gemerkt, wie schnell dieses Bike ist und muss einfach sagen, ey, das ist wirklich eine Nummer. Ich würde das unglaublich gern mal einen ganzen Tag im Park fahren, um zu gucken, wie sich das so verhält. Wenn ich das jetzt so einkategorisieren müsste unter den Bikes, die ich bisher gefahren bin, würde ich so zwischen dem Kenevo SL und dem Levo SL sehen. Das Kenevo SL ist super, super laufruhig. Das bügelt alles weg. Springen kann es auch. Auch ein gutes Bike für alles. Levo SL, ein bisschen verspielter, fährt besser bergauf, wendiger. Und das hier ist genau in der Mitte, meiner Meinung nach. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Bike selber schon mal gefahren seid. Oder ob ihr es optisch zumindest schon mal cool findet. Ich würde es genau zwischen Kenevo SL und Levo SL kategorisieren. Den alten, ne? die ich bisher gefahren bin. Ich muss allerdings sagen, da ich einen Downhiller habe und einen Levo SL, wäre es jetzt nicht, also wäre es jetzt kein Bike für mich, weil ich es nicht in meinem Portfolio der Bikes irgendwie noch brauchen würde. Und ich bin als E-Bike mit dem Levo SL überglücklich, außer dass es mehr Drehmoment haben könnte. Apropos Drehmoment, der TQ-Motor. Erstmal das Bedienelement finde ich sehr, 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 sehr sexy. Auch dieses minimalistische Schalten von den Betriebsmodi am Lenker bin ich auch mega Fan von. Hat ja das Levo SL zum Beispiel auch. Jetzt kommt hier so ein bisschen unebener Uphill. Ein paar Wurzeln und so. Das ist der Uphill-Test. Ist mit dem Levo schon immer eher unangenehm. Jetzt fahren wir lang. Hören wir den hier. Also durch den Coil hast du halt krasse Traktion hinten. Er ist halt super schön feinfühlig. Und die Unterstützung ist merkbar, also spürbar natürlich. Die Unterstützung reicht definitiv für die meisten Sachen aus. Und muss sagen, das Bike taugt mir gut, macht mir Spaß, gibt mir viel Sicherheit. In meinem Portfolio bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt, aber ist auch so wie das Conway ein Bike, was underrated ist. So, es fahren nicht so viele und trotzdem ist das ein übel gutes Bike. Also Leute, checkt vielleicht mal einfach auch so ein paar andere Marken im Portfolio ab, die nicht jeder fährt. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns irgendwie so Bike of the Year oder so diese Awards angucken, dann sind da immer die gleichen Firmen und das sind immer die Firmen, die irgendwie am meisten gefahren werden. Und natürlich stimmen dann alle Leute für ihre Kategorie ab. Ne? Also wie oft höre ich von Leuten, yo, das Bike, das ist das Geilste. Und dann haben die aber wirklich noch nicht viele verschiedene Bikes gefahren. Und natürlich sagen die dann, ihr eigenes Bike ist irgendwie das Beste. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Mir persönlich hat das Bike mega Spaß gemacht. Thomas, vielen Dank fürs Ausleihen. War eine coole Zeit mit dem Bike. Ich weiß ja noch gar nicht, wann ich es wieder abgeben werde. Vielleicht werdet ihr es noch in dem ein oder anderen Video mal sehen. Und ja, lasst gerne ein Abo da, Leute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Stevens auf dem Schirm habt als Mountainbike-Firma. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich fahre jetzt gemütlich nach Hause. Tschüss.